Alle Katzenbabys sind genüsslich am Schlafen. Haben wir ein kleines Mulmilein. Der schläft so süß. Und wo sind die anderen Katzis? Die gehen wir jetzt mal suchen. Ich weiß auch schon, wo sie liegen. Und hier hat jemand mein iMac kaputt gemacht, den ich mir vor 4 Wochen neu gekauft habe. So. Ihr wisst schon, dass das der Bereich ist, wo die ganzen Menschen untergebracht werden müssen am Montag. Und ihr habt einfach alles versaut. Hier, Kuschi. Guck mal. Findest du das toll? Ja. Lolli, du verlierst keine Haare. Aber du liegst so süß da. Mit Kuschi zusammen. Noch sind die süß. Und nochmal einen herzlichen Dank an die liebe Manuela. Sie hat uns nochmal ein kleines süßes Bild zugeschickt. Bali, Kuschi und Bulmi. Und da steht Bäo. Und hat uns noch so eine schöne Osterkarte zugesendet. So. Und dann haben wir auch noch Schokolade bekommen. Und dann haben die Katzen noch ein Spielzeug bekommen, was ich sehr cool finde. Tut mir leid, dass es hier so aussieht, aber wir sind jetzt nochmal komplett am Aufräumen. Genau, hier sind die eher so eine Art Spiralen irgendwie. Aber halt so ein bisschen andere Form und ja, das sind die. Damit hat der Bali auch schon schön gespielt. Dankeschön, Manuela. Guckt euch doch mal diese Katzis an. Buddy? Die trainieren mehr als ich. Die sind voll am Rumgammeln. Kuschilein? Was machst du da? Zeigst du Bäuchi? Wie süß sind diese Pfötchen. Wie süß sind diese Pfötchen, Kuschilein? Hm? Prinzessin. Und der Bali auch am Weggammeln. Ja, im Wintergarten ist halt jetzt auch eine Hitze, weil heute ist es sehr warm draußen. Und dann haben die natürlich keinen Bock, sich hier auf die Kratzbäume zu legen. Weil es ja viel zu warm ist. Genau, bringen wir Licht ins Dunkle. Wir müssen jetzt noch etwas aufräumen. Ich habe hier leckere Hähnchenherzen für die Katzen. Wulmi! Komm! Willst du das haben? Hm? Will der Bali auch haben? Hähnchenherzen? Hier? Hier. Oh, hier. Und der Bali? Möchtest du? Ist es dir zu groß? Soll ich es dir klein schneiden? Hm? Na ja, komm schon, du schaffst das. Du hast einen größeren Mund als Bulmi. Ja, hier. Ich hol mal eine Schere. Also ich habe jetzt eine Schere mitgebracht. Wenn du möchtest, kann ich das. Ich kann es klein schneiden. Ja? Ja, du schaffst das. Ja, prima. Er hat's. Er hat den Dreh raus. Okay. Ja. Ja, es ist einfach nur eine Gewöhnungssache, ne? So ist das. Der andere auch. Du schaffst das, Bali. Kann ich mir die Schere sparen. Jetzt kriegt der Wulmi noch. Hier, mein Schatz. Und?
Sehr gut, Bali. Sehr gut, Bali. Hier? Du verschlingst die wie nix, ne? Ja. Und weg ist es. Und weg ist es, mein Schatz. Und du hast es auch geschafft? Prima. Sollen wir noch eins probieren? Mal ein etwas kleineres. Guck mal, das ist klein. Wohl mir du? Hier, mein Schatz. Komm, du hast es eben auch geschafft. Genau. Du bist auch eine kleine Wildkatze. Aber das wurde dir vom Baby an nicht beigebracht, ne? Sowas zu essen. Wird schon. Das schaffen wir schon. So. Du noch mal wohl mir eins. Hier. Wie lange es dauert, bis er es aufgegessen hat, aber er schafft es. Sehr gut, Bali. Du bist schon wieder fertig? Hier, letzte. Bitte schön. Und? Magst du noch eins haben? Ein ganz kleines vielleicht. Was hier? Er leckt das als Ja, der leckt das erst. Der will auch nicht so von der Hand nehmen wie Wurmi. Ja, er ist wie Kuschi. Hm. Kuschi kann auch nicht. Wurmi ist für Hund. Ja, guck mal, der hat das schon weg, verputzt. Der tut die manchmal ohne zu kauen, ohne zu halbieren, Ja. schluckt einfach runter. Und er ist immer noch dabei. Aber ich bin froh, dass er die jetzt gegessen hat. Der hat jetzt drei Stück gegessen. Steht da ein Engel vor der Tür? Hallo. Hallo Engelchen. Hallo. Alles gut? Braves Kätzchen. Braves Kätzchen. Erstmal die Pfötchen sauber machen, ne? Wohin gehst du? Soll ich dich jetzt in die Waschmaschine stecken? Hm? Mimi? Baby.